Gut, dann gehen wir jetzt in die Richtung. Soll ich jetzt wieder zum Fort zurück? Wo ist denn das Pferd, was ich eigentlich hatte? Weil wir könnten, glaube ich, auch ganz zurück wieder. Sollen wir dahin? Kein Schnellreisesystem hier. Ich muss den ganzen Weg zu Fuß laufen. Das erwischt. Gut, dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Jagd, würde ich sagen. Mist. Ach, ich kann keine Tiere ausnehmen, wurde mir gerade gesagt. Gut, dann ignorieren wir das mal. Ich dachte wirklich, ich soll Tiere ausnehmen und auf die Jagd gehen. Das war Reflex. Ich habe alle Tasten gedrückt. Jetzt habe ich das arme Tier auch noch umgebracht und das bringt sogar nichts. Schade. Ich bin immer noch im Prolog. Ich kann mir schon denken, was es wird, aber. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Wie, kann ich schwimmen in dem Spiel? Das ist erstmal einige Sachen. Ja. Ich dachte, ich wäre gerade gestorben. Aber habt ihr gesehen, wie ich das Tier gerissen habe? Das war doch mal Reflex. Kann das wieder Sommer werden? Es ist ein bisschen schwierig im Schnee zu laufen. Es dauert ein bisschen. Und es ist kalt. Geht auch. Kannst ja alles erschießen. So also was so gut gelb umrahmt ist. Das ist normalerweise immer ein Indiz dafür, dass man das irgendwie kaputt machen kann. Außer Kinder. Kinder sind in dem Spiel Götter. Ja, das ist ein Kind. Tür öffnen. 5 Monate später. Das hat aber lange gedauert. Und laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit.
Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Dann wollen wir mal. Erst war es zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Die Expedition Braddock. Oder auch nicht. Datum 9. Juli 1755. Diese Schlacht fand während des Siebenjährigen Kriegs statt. Edward Braddock, 1500 Mann starke Truppe aus britischen Soldaten und Milizionären, wurde von einer halb so großen Truppe unter französischer Führung vernichtend geschlagen. Das ist etwas, worüber wir in Großbritannien nicht gerne reden. Braddock war ausgesandt worden, um vor Duquesne, am Oberlauf des Ohio zu erobern. Zu seinem Offizier gehörte auch der junge George Washington. Vermutlich, weil Washington das Gebiet kannte, da er hier im Jahr zuvor bei Fort Necessity kapituliert hatte. Braddocks Truppe war noch etwa 10 Minuten von Fort Duquesne entfernt, als sie in einen Hinterhalt französischer und indianischer Angreifer geriet. Braddocks Vorhut wurde überwältigt und ließ zum Hauptkontingent der Truppe zurückfallen. Seine Nachhut hatte den Befehl zum Anhalten nicht gehört. Und rückte weiter vor. Ebenfalls bis zum Hauptkontingent des Heeres. Das Ergebnis war ein totales Chaos. Fast alle seine Offiziere kamen ums Leben. Mit Ausnahme von Washington. Braddock selbst wurde tödlich verwundet. Washington ließ ihn vom Schlachtfeld tragen. Und trotz 4 Tage später starb er. Eine interessante historische Randnotiz: Braddock gab ihm sein Offiziersschärpe und bat ihn, sie gut aufzuheben. Das tat Washington. Sie wird heute noch am Mount Vernon ausgestellt. Die Schlacht ist auch unter dem Namen Braddocks Niederlage bekannt. Doch niemand weiß warum. Das war nur ein Witz. Wenn ich dir erst noch erklären muss, warum sie so genannt wird, bist du vermutlich nicht der richtige Mann für deine Aufgabe. Wir werden wahrscheinlich jetzt wissen, warum er starb. Und schwül dazu, der reinste Sumpf, sage ich euch. Ganz zu schweigen von den Moskitos. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Der wird gar nicht wissen, was ihm geschieht, dieser Lump. Kurz gucken. Okay. Heute. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Optional Mission, ihr wisst schon. Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Du wirst gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitzel. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und fliehen. Er ist gewieft, als ihr glaubt. Wenn wir fertig sind, gehe ich eine Woche nach New York. Höchste Zeit, dass ich mir das anschaue. Viele Whiskyflaschen und Frauen in Hosen, meint ihr? Was gäbe es denn sonst noch Sehenswertes? Vin Diesel. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Sie kommen.
Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Da gibt's auch direkt die Nachfolge. Gibt's übrigens mal eine Frage an den Chat. Gibt es eine Sache, die ich zensieren muss in dem Spiel? Das würde ich jetzt gerne wissen. Also die ich jetzt explizit zensieren muss im Stream. Reicht, wenn man mir sagt, ja, da gibt's eine Szene gleich, bla bla bla, die kommt, achte mal drauf. In dem Fall werde ich dann sofort unterbrechen. So, Abenaki. Die Abenaki-Nation kam ursprünglich aus dem heutigen nördlichen Neuengland und den südlichen kanadischen Seeprovinzen. Übrigens ist es eigentlich falsch, sie als Nation zu bezeichnen. Okay, da gibt's anscheinend keine, gut. Weil, auch wenn man was bisschen sieht, das reicht meistens schon. Da will ich halt kein Risiko angehen. Da sich der Begriff Abenaki auf viele Gruppen aus einem geografischen Gebiet beziehen kann, die der gleichen Sprachfamilie angehören, Algonkin, da du gefragt hast. Obwohl sich die verschiedenen Abenaki-Völker in Krisenzeiten zusammenschlossen, wenn sie beispielsweise von anderen Nationen angegriffen wurden, hatten sie meistens keine zentrale Führung. Das hat wahrscheinlich teilweise die Übergriffe der britischen Kolonisten auf ihr Land verursacht. Die Briten mochten formale Regierungen, mit denen sie Abkommen aushandeln konnten. Das ist so viel zivilisierter. Und manchmal gibt es Getränke und Häppchen. Aus Sicht der Kolonisten bedeutet eine fehlende Zentralregierung, dass die Abenaki keine Ansprüche auf das Land hatten. Natürlich hätten sie das herausfinden können. Aber es wäre Arbeit gewesen und zudem noch kompliziert. Und vielleicht der wichtigste Aspekt, die Abenaki hätten Nein sagen können. Obwohl die Abenaki versuchten, während des Siebenjährigen Kriegs neutral zu bleiben, waren sie im wahrsten Sinne zwischen den kriegführenden britischen und französischen Kolonien gefangen. Konflikte waren also vorprogrammiert. Hauptsächlich stellten sie sich auf die Seite der Franzosen, die weniger dafür verantwortlich waren, dass sie von ihrem Land vertrieben wurden. Das kleine von zwei Übeln konnte man wohl sagen, obwohl es mir äußerst schwer fällt, diesen Satz über die Franzosen zu sagen. Nein. Da ist doch noch was. Ob ich den jetzt übersehen? Und George Washington habe ich auch. Oh, so viel Text. George Washington, geboren 1732. Hier ist ein Name, den selbst du kennen solltest. George Washington, Anführer der Armee während der Amerikanischen Revolution und der erste Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist sehr gut. Gut zu wissen. Wenn doch, dann mache ich dich fertig. Alles gut. So, aber danke für den Hinweis. So, fast hätte ich gesagt, dass du wahrscheinlich alles weißt, was ich dir erzählen will. Aber ich wollte nicht lügen. Du weißt, dass viele Sachen nicht nach George Washington benannt wurden und alles, was du sonst in der Schule gelernt hast, hast du vergessen, weil du dachtest, du würdest es nicht wirklich im Leben nie gebrauchen. Du solltest deine Geschichtslehrerin anrufen und ihr sagen, dass sie schon immer recht hatte. Ich habe noch nicht mal die Nummer meiner Geschichtslehrerin. Ich weiß noch nicht mal mehr den Namen meiner Geschichtslehrerin.
George Washington war der Sohn eines Plantagenbesitzers aus Virginia. Er erhielt wenig Schulbildung, aber er war ehrgeizig und unterrichtet sich selbst meist aus Büchern. Washington stieg früh ins Geschäft ein und begann mit 18 Jahren aufs Land zu spekulieren. Als er 20 war, starb sein älterer Bruder. Damit wurde er zum Erben der Familienplantage in Mount Vernon. Dort lebte er bis zu seinem Tod und konnte man noch heute sein Grab besuchen. Washington trat während des Siebenjährigen Kriegs dem Militär bei. Er führte 1754 eine Expedition nach Fort Duquesne an. Ein Ziel, das er nie erreichte, da er sich bei Fort Necessity ergab. Im nächsten Jahr ging Washington wieder nach Fort Duquesne, diesmal als Führer für Edward Braddocks in dessen Expedition, die unter keinem guten Stern stand. Washington ging als Freiwilliger und hoffte, dass seine Arbeit für Braddock ihm zu einer militärischen Beförderung verhelfen würde. Obwohl der Kampf in einer Niederlage endete, verdiente sich Washington Punkte für die Organisierung des Rückzugs und wurde später in diesem Jahr zum Colonel in der Miliz von Virginia. Washington hatte die Miliz komplett umgewandelt und hoffte, dass sie unter seiner Führung und Ausbildung von der britischen Armee akzeptiert würde. Das geschah nie. 1758 gab Washington seinen Posten auf. Ich will nicht sagen, dass die Demütigung zu seiner Verachtung der Briten führte, aber geholfen hat es auch nicht. Im späten 60er Jahren, 1760, war Washington im politischen Leben aktiv geworden und spielte eine Rolle bei der Bürgerversammlung von Virginia. Danach wurde er Mitglied des Kontinentalkongresses und als der Krieg 1775 ausbrach, wurde vom Kongress zum Anführer der Armee erkoren. Damals sagte Washington: "Ich fühle mich dieses Kommando nicht gewachsen, mit dem ich geehrt wurde. Ich bin sicher, dass dies das Vertrauen derjenigen stärkte, die es hörten. Stell dir vor, du sitzt im Flugzeug und der Pilot beginnt so eine Ansage. Ich fühle mich des Kommandos nicht gewachsen. Moment. Sehr verehrte Fluggäste, ich fühle mich des Kommandos nicht gewachsen, mit dem ich geehrt wurde." Vielen Dank. Vielleicht war Washington nur unnötig bescheiden, aber Tatsache ist, er war ein militärisches Genie und das wusste er. Obwohl ich sicher bin, dass deine amerikanische Ehre verletzt sein wird, wenn ich sage, dass er nicht perfekt war. Und eine Korrektur muss ich dazu sagen, ich bin kein Amerikaner. Und ich fühle mich deswegen nicht verletzt. Ha! Einige Schlachten endeten sehr knapp für Washington. Schlachten, bei denen die Armee leicht hätten ausradiert werden können. Unter anderem in Manhattan und Brandywine. Washington errang einen frühen Sieg, also als er die Belagerung Bostons aufbrach. Aber dann traf er die katastrophale Entscheidung, New York zu befestigen. Eine Stadt, die er ohne Marine, die er nicht hatte, nicht verteidigen konnte. Selbst du kannst dir das denken. Er verbrachte die späte Hälfte des Jahres 1776, damit sich über New York und New Jersey zurückzuziehen. Er verlor Kampf und Kampf bis Weihnachten, als er einen erfolgreichen Überraschungsangriff auf die hessische Söldnertruppe in Trenton übernahm. Und obwohl die Schlacht für einige berühmten Gemälde Pate stand und sie das schwankende Vertrauen der Bevölkerung festigte, war dies nur ein kleiner Sieg in einem Krieg. Oder diesem Krieg. Lenape. Auch als Leni Lenape oder die Delaware bekannt, vor der europäischen Kolonisation lebte die Lenape meist entlang beider Ufer des Delaware-Flusses im heutigen New Jersey und Pennsylvania. Die Lenape waren eine der ersten Nationen, die mit den Europäern in Kontakt traten, besonders mit William Penn, der Pennsylvania gegründet hat. Das war ein Glücksfall, wenn man seinen Namen betrachtet. Während das Verhältnis der Lenape zu Penn meist friedlich war, zwang seine Söhne nach dessen Tod die meiste Lenape von ihrem Land und zwar mit einem Abkommen, das Laufkauf genannt wird. Während des Siebenjährigen Kriegs stellten sich die Lenape hauptsächlich auf der Seite der Franzosen. Einige kleine Gruppe würde später den Briten beistehen. 1778 waren sie die Ersten, die ein Landesabkommen mit dem Kontinentalkongresses schlossen. Sie stimmten zu, im Tausch gegen Vorräte Speer für die Armee zur Verfügung zu stellen. Ich schätze, sie mochten einfach gute Käse und Zwiebeln. Die neu gegründeten Vereinigten Staaten zeigten ihre Dankbarkeit, indem sie die Lenape in isolierten Gemeinden in Ohio und Südkanada umsiedelten. Wie wunderbar fürsorglich von ihnen.
Shawnee. Zur Zeit des Siebenjährigen Kriegs lebte das Volk der Shawnee meist in und um das Ohio Valley. Das Gebiet, das Fort Duquesne umgab, traditionell erstreckten sich ihre Jagdgründe bis nach Pennsylvania und Virginia, aber sie wurden langsam durch die vorrückende Linie der britischen Kolonisation zurückgedrängt. In der Hoffnung, die Besiedlung zu stoppen oder zumindest verlangsamen zu können, zogen einige Shawnee in den Krieg. An der Seite ihrer Handelspartner, und das waren die Franzosen. Um 1758 handelten die Shawnee im Vertrag von Frieden mit den Briten aus, wie dem auch sei. Dieser Vertrag wurde gebrochen. Wenn ihr irgendetwas über Kolonialgeschichte wisst, dann wird euch das, so traurig es ist, nicht überraschen. Führte zu einem anderen Krieg, Pontiacs Rebellion, im Jahr 1763. Als die amerikanische Revolution begann, entschieden sich viele Shawnee neutral zu bleiben, auch wenn das einige auf der Seite der Briten schlugen, erneut in der Hoffnung der Kolonisten zurückzudrängen. Unglücklicherweise war das Ergebnis das gleiche wie bei vielen anderen Ureinwohnern. Die Shawnee waren gezwungen, ihr Land zu verlassen. Die Menschheit ließ sich schließlich in Oklahoma nieder. Meine Güte, ein Leben in Oklahoma, als hätten sie es nicht schon schlimm genug getroffen. Ah, Text über Wasser. Über Wasser. Moment. So, eigentlich könnte man die Folge jetzt schon beenden, weil ich habe nur gelesen. Oh, okay, was habe ich an Zusatzmissionen? Milizen eliminieren, ohne offene Konflikte auszulösen. Wie soll ich das denn schaffen? Oh, ich bin runtergefallen. Das Lager der Kundschaft. Säubern. Oh. Ja, ja, ist gut. Ich habe die Shawnee schon gelesen. Geht zurück. Ich will die Karte sehen. Gott. So, ich muss also geradeaus. Ich muss etwas weiter hoch. Das heißt, wir machen es im Busch. Töten Sie! Konflikt! Gerade permanent belagert im Chat, also nicht wundern, dass ich mal ab und zu kurz nicht reagiere. Zu Braddocks Position reitern. Jetzt werden wir Braddock erledigen. Aber das könnt ihr auch in der nächsten Folge erleben. Danke fürs Zusehen.